Und zu unserer Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Ganz herzlich begrüße ich auch die beiden Trainer, Jürgen Gramny von Arminia Bielefeld und Niko Kovac von unserer Eintracht. Man of the Match vom DFB bestimmt ist unser Torschütze Dani Blum. Und ja, Herr Gramny, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal ist ja klar, dass im Pokal hauptsächlich das Weiterkommen natürlich eine Rolle spielt. Dafür gratuliere ich natürlich auch Eintracht Frankfurt ganz herzlich. Da muss ich aber sagen, dass wir natürlich heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Schon in der ersten Halbzeit haben wir, denke ich, wenig zugelassen dem Gegner. Haben einmal, waren wir zu passiv auf unserer rechten Seite, wo wir dann den Angriff nicht verteidigen können, die Eingabe nicht verteidigen können, die dann noch abfälschen. Am zweiten, am langen Pfosten steht dann Dani Blum frei und schiebt ihn dann auch eiskalt rein. Wir waren trotzdem immer drin im Spiel. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die Eintracht spielt aufs zweite Tor und wir sind hier wirklich ohne Möglichkeiten, sondern sind immer wieder rausgekommen und haben, ich denke, auch 3, 4 richtig gute Situationen im Strafraum gehabt, wo man die Flanke zu scharf spielen oder nicht genau getimt. Ich glaube, da war eine Situation im Rückraum, wo wir da völlig frei waren. Auch. Also viele gute Ansätze und auch Möglichkeiten, die wir da in der ersten Halbzeit hatten. In der zweiten Halbzeit war es auch so, dass natürlich Frankfurt versucht hat zu kontrollieren, wir aber immer wieder trotzdem rausgekommen sind, gefährlich waren. Vogelsammer, große Chance, dann einmal, wo der Ball heiß wird im Strafraum, wo wir 2, 3 Mal nachstochen, wo dann die Möglichkeit da war zum Ausgleich. Und dann zum Schluss natürlich die große Chance von Chris Nöte, wo wir 1 gegen 1 auf den Torwart zugehen und dann eben das Tor nicht machen. Ja, verlieren wir so ein Spiel natürlich auch 0-1. Und ich sehe hier auch, Torschüsse waren wir besser in einigen Bereichen waren wir heute, denke ich, nicht unterlegen. So jetzt eigentlich auch für ein verdientes Unentschieden reichen können, für die Verlängerung zumindest. Das haben wir nicht geschafft, dementsprechend sind wir ausgeschieden. Und ja, nochmal Gratulation an den Gegner. Aber natürlich auch trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, weil sie wirklich heute hier ein richtig couragiertes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir so weiter auftreten, auch in der Liga, da werden wir auch unsere Punkte dann erzielen. Dankeschön. Niko, bevor wir zu dir kommen, noch eine kleine Korrektur. Natürlich haben die Fans in der DFB-Pokal-App den Man of the Match gewählt, Dani Blum mit 40%. Niko, 1-0, wir sind im Halbfinale. Was geht in dir vor? Ja, also ich bin natürlich froh, dass wir im Halbfinale sind, denn wir haben ja in der Liga jetzt 3-mal nicht getroffen, 3-mal verloren und heute haben wir es geschafft, aufgrund einer überragend guten Torwartleistung auch von Lukas dort eine Runde weiterzukommen. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen und Arminia Bielefeld loben, weil das, was Jürgen gerade gesagt hat, zeigt auch, dass diese Mannschaft wirklich Qualität hat. Also die Mannschaft hat heute sehr gut gespielt. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde. Wir wussten, dass sie einen sehr guten Willen haben, eine tolle Moral. Gefährliche Situation, auch viel mit langen Bällen über Flügel. Das ist deren Spiel und ich bin froh, dass wir dieses Spiel dann doch über die Bühne gebracht haben. Es war kein einfaches Spiel. Aber wie es eben so ist im Pokal, es zählt nur das Weiterkommen und die Art und Weise möchte ich jetzt einfach links liegen lassen. Und das Nächste, was ich noch sagen möchte, ich freue mich darüber, dass Marco Rus heute wieder ein Teil der Eintracht-Familie auf dem Platz war. Darüber freue ich mich und ich denke auch, dass nicht nur wir Frankfurter, sondern auch die Bielefelder darüber glücklich waren, dass wir heute dem Marco zumindest eine Minute schenken konnten. Ansonsten wünsche ich Arminia alles Gute in der Liga und ich bin mir sicher, dass Jürgen das so schafft, denn mit dieser Mannschaft darf man eigentlich nicht absteigen. Ihre Fragen bitte, Christopher Michel. Ganz kurz zu den zwei verletzten Spielern, zu Makoto und zum Bastian Okcipka. Was ist da los gewesen? Ja, wir hatten die Pressekonferenz gestern und danach hatten wir noch ein Abschlusstraining. Makoto hatte über Nacht 39 Fieber bekommen, das heißt, er konnte überhaupt nicht und wir werden schauen, ob das überhaupt fürs Wochenende noch reichen wird, denn das Fieber wird sicherlich einige Tage andauern. Und beim Basti ist es so, dass er im Training umgeknickt ist, das Sprunggelenk verletzt hat und er überhaupt nicht auftreten konnte, sodass wir ihn zur Untersuchung geschickt haben. Es ist jetzt nichts Großartiges dabei rausgekommen, aber er hatte solche Schmerzen, dass er überhaupt nicht ans Gehen dachte, geschweige denn ans Fußballspielen. Deswegen mussten wir dann letzten Endes auch wechseln. Die beiden waren für die erste Mannschaft auch vorgesehen. Christian Heimrich.
Coach, Sie haben bei der vorletzten Pressekonferenz noch auf unsere Frage hin, wie es mit Marco Russ weitergehen könnte, sehr defensiv geantwortet, noch von Monaten gesprochen, die er wahrscheinlich nicht spielfähig sein könnte. War das, um den Marco Russ zu schützen letztlich vor zu großen Erwartungen? Ich nehme an, dass Sie damals schon damit gespielt haben, dass er möglicherweise bald wieder mal im Kader steht. Ja, die Überlegung ist immer wieder da, nur ich will kein zu großes Risiko eingehen und der Marco ist sicherlich noch nicht bei 100% seiner Leistungsfähigkeit. Nur wir hatten eine besondere Situation und besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und deswegen mussten wir uns oder wollten dann auch den Marco reinbringen, weil uns war auch klar, dass Arminia Bielefeld mit Schütze einen sehr guten Freistoßschützen und Eckballschützen hat. Wenn es denn so laufen sollte, wie wir uns das vorgestellt haben, dass dann irgendwann mal zum Schluss die langen und die hohen Bälle reinhageln, da mussten wir uns die Option aufrechterhalten, dass wir noch einen Innenverteidiger haben. Also deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt das, was ich gesagt habe, jetzt irgendwo widerlegen. Es war eigentlich schon so geplant, dass er etwas später in der Saison noch dazu kommt. Aber ja, manchmal geht es eben anders aus, als man denkt. Roland Palmert. Seferovic saß jetzt doch auf der Tribüne wegen der Ausfälle im Abschlusstraining oder hat es andere Gründe? Wegen was? Wegen der Ausfälle im Abschlusstraining oder? Ach so. Nein, beim Harris war es so, ich habe mit ihm gesprochen, er hat seine Strafe akzeptiert, er hat sich auch entschuldigt für das Vergehen, was er verübt hat. Aber ich war der Meinung, dass, oder wir waren der Meinung, dass es besser ist, dass wir den Harris jetzt erst einmal nochmal draußen lassen. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Also ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Sonja Pahl, oben auf dem Podium. Herr Kurt, Sie haben gesagt, Sie sind froh darüber, dass es jetzt geschafft ist. Waren Sie denn dann heute über die Leistung Ihrer Mannschaft etwas erschrocken oder wie schätzen Sie sie ein? Ich weiß, Sie haben gesagt, Sie wollen eigentlich nicht so genau darauf eingehen, aber ich muss trotzdem mal nachhaken. Ich glaube, dass wir ganz gut ins Spiel reingekommen sind, aber nach ungefähr roundabout 10, 15 Minuten haben wir einfach den Faden verloren, weil wir zu viele leichte Ballverluste hatten und darauf hat Bielefeld gewartet. Das schnelle Umschaltspiel bzw. der sofortige lange Ball in die Tiefe hat uns Probleme bereitet, aber ich glaube, das liegt an beiden Mannschaften. Zum einen an uns, dass wir nicht so gespielt haben, wie ich mir es vorgestellt habe, gerade im Ballbesitz, aber zum anderen auch an Arminia Bielefeld, weil dazu, wie gesagt, immer zwei Mannschaften gehören. Aber das ist passé, das ist vorbei. Für uns war es wichtig, dass wir nach drei Niederlagen endlich mal wieder gewinnen. Und die Art und Weise ist mir dann jetzt persönlich auch wirklich egal. Ja, natürlich hätte ich gerne hier ein Spektakel gesehen, aber ja, haben wir nicht. Wir sind aber trotzdem weiter und deswegen bin ich da ganz entspannt. Marc Schmidt. Kovac, wenn man sich so ein bisschen die Stimmen anhört von den Spielern nach dem Spiel, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, als würde für den einen oder anderen die Luft da oben ein bisschen dünn. Das heißt also quasi, als würden sie mit dem Druck des Gewinns nicht so richtig klarkommen. Ist das so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage, dass man gerade merkt, dass man auch was zu verlieren hat, wenn man so weit oben steht? Ja, wir hatten heute, Bielefeld konnte heute auch das Halbfinale verlieren, genauso wie wir. Nur wir sind Bundesligist, wir haben zu Hause gespielt, nach drei Niederlagen ist es nicht einfach, dort entspannt in so ein Spiel reinzugehen. Der Druck war sicherlich groß und das ist jetzt auch von mir nicht meine Art und Weise, aber wenn man schaut, wen wir heute alles auf dem Platz hatten und wen eben nicht. Ja, wir haben eine Mannschaft, die ganz gut zusammengestellt ist, aber wenn uns dann die Leistungsträger rausbrechen, dann ist das für uns nicht ganz einfach. Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank auch an 39.000 Zuschauer und unseren Gästen aus Bielefeld. Einen schönen Nachhauseweg und alles Gute für den Rest der Saison.